Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ihr wolltet es, ihr bekommt es. Wir sind bei Game Girl, Barbie Game Girl auf dem Game Boy. Von Hightech Expressions, die haben, glaube ich, auch dieses NES-Game verbrochen, was ich jetzt einfach verlinke. Für die Leute, die jetzt einfach mal ins Video klicken, da ist ein Link. Das ist der Port dieses NES-Top-Titels und er ist ein bisschen aufgeräumter. Er ist kürzer. Aber trotzdem ist er im gleichen Drogenland entstanden wie das andere Game auch. Natürlich fangen wir in der Mall an, ist klar, ne? Wo sonst ist Barbiehausen zu finden, wenn nicht beim Shopee oder irgendwie bei UNICEF. Und hier, das weiß ich gar nicht, was das soll. Ist das das Blutspende-Maskottchen? Ich glaube, das ist von der DRK, glaube ich, vom Deutschen Roten Kreuz, glaube ich. Crazy Shit, liebe People. Ihr könnt jetzt übrigens auch Kartons neu arrangieren, ist klar. Rückwärts einparken können sie nicht, die Frauen, aber Pakete arrangieren, das ist doch schön. Ja, packt der Sprung, wunderbar. Ich kann euch nicht versprechen, wie lang dieses Meisterwerk wird, aber wir werden tatsächlich einen kompletten Walkthrough da machen. Da bin ich auch komplett brutal. Das war doof. Oh, ist das ein geiler Sound. Dann haben wir überhaupt unendlich Continues. Ist egal. Ich kann ja safe staten. Scheiß drauf. Machen wir uns jetzt hier nicht irgendwelche Gedanken, sondern spielen dieses Meisterspiel mal eben kurz schnell durch. So, du bist weg. Ich weiß nicht, ob man nicht erschießen muss. Ich tue es einfach, weil ich es kann. Weiß nicht, wofür die Sterne da sind. Steht, zwei Sterne. Ist das Freileben? Pff, wir haben 19 Diamanten. Mehr als so mancher in Afrika. So, komm, weg. Müssen wir nicht mal ein bisschen auf den anderen Sprung ein bisschen aufpassen. Ja, ich möchte euch dieses Spiel dann doch kredenzen, weil ihr euch das so unglaublich gewünscht habt. Manchmal frage ich mich, ob ihr einfach nur irre seid. Weil was erwartet ihr im Top-Titel? Doch wohl nicht. Toll, kriege ich einen Stern. Einen Stern, der meinen Namen trägt. Ich setze mal einfach ein Safe State. Brauchen wir den Scheiß nicht nochmal machen. Er will doch schon nicht mehr mal ein Safe State setzen. So gut ist dieses Spiel. So, jetzt, das kennt ihr nämlich aus dem NES-Original, sage ich mal einfach. Da war es ein bisschen nicht gut zu erkennen. Es ist aber hier genauso schlecht. Nur, dass es grafisch eben vielleicht ein bisschen aufgeräumter daherkommt. Wo man vielleicht sich hier ein bisschen besser orientieren kann. Ja. Das war gut. Ja. Ja gut, da hatten wir keine Chance. Dafür ist ein bisschen interessant, ihr habt keinen Puffer. Also die Kollisionsabfrage ist da schon ein bisschen brutal. Das heißt also, wenn ihr da irgendwie getroffen werdet und dann in der nächsten Sekunde auch wieder, dann zählt das als zwei Treffer. Sowas mag ich ganz, ganz besonders. Das ist immer ein Zeichen von Qualitätsspielen. Ja. Wie mache ich das denn? Da jetzt rüber. Das war, glaube ich, nicht so schlecht. Was passiert hier? Gar nichts. Okay, das ist irgendwann, was weiß ich, für Power-Tropfen. So, was passiert hier? Gar nichts. Klar. Natürlich passiert da was. Schnell rüber. Ich weiß auch nicht, was man mit dem Buchstaben machen soll oder mit den Herzen. Da komme ich sowieso nicht hin. Wenn der Level gepackt. Schön. Super. Ich werde das auch in einer Session aufnehmen. Ich werde das dann irgendwie je nachdem entsprechend schneiden. Oh, was für schöne Schuhe. Mein ganzes Leben hat einen neuen Sinn. Ich habe Schuhe. Ja. Und Memory. Muss ich das irgendwie lösen?
Oh. Okay. Wie viele Versuche habe ich noch? Hat man doch gerade hier, ne? Ja. Hatten wir auch. War das hier? Nee. Aber das werde ich auch mal abräumen. Das schaffe ich schon. So, nächster Level. Natürlich der Meerjungfrauen-Level. Ich save mal wieder. So, dann wollen wir mal. Ach, da kann ich hier auch mit. Was bist du denn? IT unter Wasser? Den haben sie nicht verbuddelt, den haben sie einfach versenkt. Jetzt kommt das hier mal alles raus. Wie mache ich das? Kann ich den wegmachen? Ja, gut. Dann geht das auch. Ich höre da... Achso, das Jaws-Theme. Ich weiß nicht, ob er das hört. Das ist tatsächlich ein Hai. Ne? Wegen Jaws. Kreativ. Ich glaube, Steven Spielberg schämt sich gerade für seine Idee, wenn er hier sieht, wie das verwurstet wird. Was ist der nächste? Das ist doch kein Hai, das ist ein Billig-Piranha oder was auch immer. Kann ich den hier machen? Da kann ich das euch mal zeigen? Was ich hier mal... Ich würde euch gerne mal zeigen, hier das mit dem Umbauen. Das geht tatsächlich. Ich sammle die Alter. Ja, genau. Jetzt zeigt noch mal, wie toll diese Kollisionsabfrage ist. Die ist nämlich super. Die ist geil. Wow. Haben wir ein Problem. Speichern. Schnell. Jetzt sind wir nämlich gleich tot. Das ist doof. Also ich weiß, das ist auch nicht so lange, das Game. Vielleicht ist es auch nur eine Folge. Also, das ist sicherlich euch ganz recht und mir auch. Weil so geil ist das Game nicht. Es ist nur, es fühlt sich runder an als die NES-Version. Aber die NES-Version ist ja deswegen so gut, weil sie ist so unglaublich seltsam. Soll ich euch mal alle töten? Killing Spree Barbie. Zack. Die dunkle Seite der Blondine. Level geschafft? Boil. Wir sind gerade mal bei 8 Minuten. Oh, dann... Ach, das ist ja toll. Man kann da weitermachen. Das ist super, weil... Dann sollte ich das hinkriegen. So, zack. Oh, wo die Handtasche ist, das weiß die Frau von Welt. Den habe ich noch nicht gefunden. So, schön. Kommt ein neues Labyrinth, oder? Also, ein neues Memory Set, oder? Oh, Autos. Vielleicht mal Aufgabe für euch, für die zwei Leute, die das gucken. Das ist wahrscheinlich der Herr Rimtour. Und ne, ein paar mehr. Herr Rimtour, der Alpha. Großartiger Game Standard und der High Retro Game Lord. Ich glaube, die gucken sie dann. Vielleicht noch Galvatrons. Vielleicht. Es gibt ja so viele Barbie-Unsinns-Games, ja. Ihr wisst ja, ich habe eine Menge davon gemacht. Gibt es noch irgendwelche, die ich unbedingt machen muss? Also es gibt ein Adventure, was ich machen möchte. Ich habe ja mal gesagt, es gibt auch gute Games. Ein gutes Game gibt es tatsächlich. Also das heißt, gut, es ist halt, wo man sagen würde, okay, das passt. Es gibt aber auch ein Adventure. Das ist nur Fetch Quest. Das könnte... Was bist du denn? Das könnte von den Machern von WoW gewesen sein. Was bist du denn? Was auch immer du bist. Ich hoffe, du stirbst jung. Oh mein Gott. Muss ich, kann ich hier drauf? Ja, kann ich hier drauf. Das war, glaube ich, im NES genauso. Ja, willkommen
Alter. Alter, jetzt geht's aber hier zur Sache. Da wird der Zucker in der Tasse verrückt. Was war das denn für ein Viech? Ach, jetzt, haha, wir sind bei dieser Eismaschine. Speichern, schnell. So. Ich glaube, ich gehe mal besser nicht in diesen... Nein, aber ihr seht, es wirkt aufgeräumter. Das macht es nicht besser, das Spiel. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, cool. Gut, das war klar, dass das tödlich ist. Wir tun mal so, als hätten wir das nicht gesehen. Aber man kann den auf jeden Fall über einen Bogen abschießen. Das ist geil. Nee, ich sag doch, es wirkt alles viel, viel besser. Aber das Lustige ist, es ist immer noch ein Scheißspiel. Und daran wird sich nicht viel ändern. Wie wär's denn mit dem HD-Remake? Hier, Kickstarter-Freunde. Schaffen wir's. Da komme ich hin. Gut. Ich aber will mal nicht in die Suppe da rein. Das kriege ich, glaube ich, hin. Oh. Wow. Boah, was bist du? Immer bist du nicht so schnell kaputt zu kriegen, was ganz doof ist. Was sie übernommen haben, wie ich sehe. Du behältst die Health in jedem Level. Oh ne. Das ist doch Bullshit. Leute, komm, dann machen wir es mit der neuen Health. Nur der Zucker hätte getroffen. Da ist man ja tatsächlich mal fair. Komm, du geh mal weg. Das war weniger fair. Hm, haben wir schon noch zwei. Ah, Mist. Mist. Ah, Helf sieht nicht gut aus. Vor allem, wenn ich so spiele, wie ich gerade spiele. So, wollen wir mal gucken. Schaffen wir das doch mal. Ich weiß auch nicht, ob es hier Continue gibt oder so ein Quatsch, ne? Ich meine, bei der NES-Version gab es das ja alles nicht. Ne? Da war es ja irgendwie dann irgendwann tot. Ist ja auch mal sehr motivierend. Ah, komm. Ah, schön. Also das finde ich gut gemacht. Und man wird auch den Stern kriegen, wenn man sich einigermaßen beeilt. Also auch das ist okay. Also es wirkt runder. Aber nicht besser. Ich speichere wieder. Wir können jetzt in die Kommentare schreiben, scheiß Safe State Party. Riskier doch mal was. Nein. Ich irre. Ah, toll, was willst du denn da machen? Kannst du gar nichts machen. Der Vogel gleich wieder. Boah, ich habe nur noch einen Helf. Ey, wie soll das denn klappen? Boah, das ist knapp. Obwohl, komm, hier. Ich habe den Level geschafft, ne? Yes! Schön! Wir sind bei 14 Minuten. Okay, gut. Das ist unwichtig. Ein Clown, ja, den haben sie, glaube ich, auch gefrühstückt, als sie das hier gemacht haben. Oh, den haben wir gesehen. Teddy hatten wir noch nicht. Den Ballon hatten wir. Den Teddy haben wir jetzt auch. Den Clown hatten wir dann hier. Katze hatten. Den hatten wir noch nicht. Das Haus. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Haben wir. Schön. Wieder mehr, Frau Barbie.
Aber wisst ihr was, ich bin ein Schwein. Hier beende ich einfach mal Part 1 und dann sehen wir uns gleich in Part 2 wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und Edgy Bombachi. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.